Was sehen wir auf diesen Bildern? Wie groß ist unser Universum? Die Galaxien, die wir hier sehen, sind weit mehr als 10.000 Millionen Lichtjahre entfernt. Was hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht? Ein paar Gleichungen niederschreiben, das kann jeder, das kann sogar Einstein. Aber den Gleichungen anzubefehlen, im Universum ausgeführt zu werden, das kann niemand von uns. Für uns Physiker eine spannende Welt. Schwarze Löcher und dunkle Materie. Was ist jetzt genau der Unterschied? Wir dürfen nicht mal fragen, woher die Naturgesetze kommen. Wir nehmen sie sozusagen als Gott gegeben hin, was ja so falsch nicht sein muss. Wir sind ja eigentlich keine Erdbewohner, wir Menschen, sondern Erdkrustenbewohner. Denn 3 Kilometer tiefer, da würden wir verbrennen. 3 Kilometer höher würden wir erfrieren. Deshalb nenne ich die Menschen gerne Erdkrustenbewohner. Also ich selber bin eigentlich gerade dadurch erst Christ geworden, dass ich gemerkt habe, es könnte wahr sein. Ja. Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belege. Der christliche Glaube ist nicht blind, sondern beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Kann man Gott beweisen?